Ja, wer sich erinnert an unseren Film aus dem Schwarzwald, aus Sasbachwalden, da muss man ja vorher abfahren, weil wir dieses Grasproblem gehabt haben. Es ist etwas kühl geworden dann, ja. Ja, weil wir einen Grasausfall hatten, und zwar nicht nur von unserem Grastank, sondern auch von unseren Grasflaschen. Und wir haben da schon Teillösungen gefunden. Also erstmal, dass unsere Grasflaschen nicht funktioniert haben. Das ist funktioniert mittlerweile einwandfrei. Die Grasflaschen, das war daran gelegen, dass der Crash-Sensor irgendwann mal ausgelöst hat. Und deswegen musste der erst wieder in Gang gesetzt werden, dass die Grasflaschen wieder funktionieren. Und der Grastank, so sieht es jetzt aus. Nicht mehr rot. Das war vermutlich daran gelegen, dass nicht genügend Gras in den Tank reingegangen ist. Es gibt, also ich habe es noch nicht ganz raus, vielleicht kann mich ja auch jemand unterstützen, der dazuschaut und ein bisschen Ahnung hat. Ich habe es noch nicht raus, war vielleicht der Druck von der Tankstelle, von der Pumpendruck zu stark, dass vorzeitig abgeschaltet wurden, als wir nur 5 Liter in einen leeren Grastank reingebracht haben. Oder war es dran gelegen, dass ich meinen Grasfilter verwendet habe, dass der vielleicht verstopft ist. Das ist der da. Wenn jemand eine Idee hat, wäre es freundlich, mir das mitzuteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Grasdruck vor der Tankstelle gelegen hat, dass da unsere Anlage, obwohl sie noch leer gewesen ist, abgeschaltet hat. Wir werden das jetzt mal prüfen. Auf Verdacht sind wir heute zu einer Tankstelle gefahren, zu einer LPG-Gas-Tankstelle, und dann sind gleich 40 Liter reingegangen. Also im Moment sind wir gut Gras versorgt, und so steht im weiteren Wochenende nichts im Wege. Geh, Ossi? Ja, genau. Wunderbar. Das heißt, die Ossi kann in Ruhe weiter stricken und ich koche jetzt was zum Essen. Ja, leider können wir heute raus, oder was heißt können? Bei dem tollen Wetter wollen wir einfach jetzt nicht raus. Und okay, machen wir es uns jetzt einfach in unserem Kuschel gemütlich. Warm haben wir es. Und eben, ja, Helle fängt jetzt an, etwas zu kochen. Genau, ist auch schön, wenn man es warm hat. Ja. Leckere Zutaten, das gibt bestimmt ein ganz tolles Essen. Mit Sicherheit. Ja. Und Schwäbisch in Frankenland. Bad Mergentheim ist Franken, aber Schwäbisch, Maultaschen. Naja, ist doch okay, oder? Aber ganz unschwäbisch vegetarische. Ja, das sind Gemüsemaultaschen. Ja, sind sehr gut. Und die schmecken echt lecker. Und ja. Und weil ich hungrig bin, gibt es ein paar Landnudeln dazu, ja? Okay. Und Bio-Tomatensauce. Ja, wenn schon, dann schon. Dann kochen wir richtig. Und natürlich Zwiebel und Knoblauch. Wir sind ja unter uns. Ja, genau. Also, komm, schöpf da mal. Das sieht nämlich ganz gut aus. Und es schmeckt auch ganz, ganz lecker, das kann ich euch sagen. Also, ein guter. Guten Appetit. Ja, das Spülen gehört halt auch dazu. Nach einem leckeren Essen muss man halt auch wieder aufräumen. Aber auch da machen wir Teamarbeit. Ja, wenn ich jetzt hier alles gespült habe, trockne ich ab. Ja, genau. So geht es dann schon. Braucht man keine Spülmaschine. Nein. So, und
Und hinter uns ist die Tauber. Ja, an die kommen wir leider nicht so richtig ran. Wir sind am Tauberradweg. Da haben wir schon mal ein Video drüber gedreht. Rodenburg ob der Tauber. Ja, also ein kleines Stückchen von dem Radweg in dem Fall. Ja, und jetzt sind wir wieder an einem kleinen Stückchen in Bad Mergentheim. Aber da kommt man nicht an die Tauber. Nein, auf jeden Fall nicht auf dem Weg, an dem wir jetzt hier ein bisschen gelaufen sind. Weil wir wollten uns einfach jetzt mal ein bisschen die Füße vertreten und es regnet heute den ganzen Tag. Jetzt ist eine kleine Regenpause und da haben wir gedacht, jetzt vertreten wir uns einfach die Füße und laufen einfach irgendwo drauf los. Geht es euch auch so, dass ihr ab und zu wohin fahrt und dann hat man komplett verregnetes Wochenende? Es war nämlich so nicht vorhergesagt. Wir haben gedacht, wir können wenigstens am Sonntag ein bisschen Fahrradtouren machen, aber nichts ist. Ein kleiner blauer Fleck tut sich jetzt auf. Wenn man da hochschaut. Aber das ist nicht von langer Dauer, dann kommt es dann schön runter. Von der anderen Seite, von dahinter, da ist alles wieder grau in grau. Also. Ja. Dann sind wir wenigstens ein bisschen gelaufen und haben nicht einmal die Tauber gesehen, aber Wasser haben wir trotzdem genug gehabt. Ja, genau. Halt von oben, aber so ist es halt. Das Wetter kann man sich nicht immer aussuchen. Ja, trotzdem erholsam. Und jetzt würde ich sagen, wir laufen zurück. Und dann kochen wir was. Genau. Wir machen heute Bratkartoffeln mit Spiegelei. Josi freut sich schon wieder. Ja, aber keine Sorge, wir langweilen euch nicht mit einem Kochvideo. Nein. lieber mit einem Regenvideo. Oh ja, ist halt einfach auch mal so. Ich würde sagen, jetzt laufen wir nur ein kleines bisschen und dann sehen wir weiter. Dann drehen wir wieder um und ja. Das muss halt auch mal sein. Ich nütze jetzt einfach die Gelegenheit. Der Helle ist bei einem Termin und jetzt bin ich alleine hier in unserem Gustl und da habe ich gedacht, die Zeit muss ich jetzt einfach nutzen und durchsaugen. Hier hat es so viele Ecken und so gerundete, das ist so schwierig hinzukommen manchmal. Da könnte ich gerade verzweifeln und dann fluche ich immer über diese Wohnmobilbauer. Ich weiß nicht, die denke gar nicht dran, dass man auch in den Ecken ab und an mal den Dreck wegmachen sollte. Ich bin da jetzt schon ziemlich weit und naja, jetzt fahre ich da nochmal mit meinem Handsauger durch und schaue, dass ich die letzten Reste rausbekomme. Und ja, mal gucken, was wir dann machen. Vermutlich fahren wir dann nachher nach Hause, weil das Wetter ist nämlich nicht wirklich besser. Jetzt schauen wir mal, was wir nachher machen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier noch voll im Sauber machen. Entschieden, wir fahren nach Hause. Helle ist in der Zwischenzeit ja wieder für seinen Termin da und ist alles gut und prima. Aber das Wetter ist nicht so wirklich toll, dass wir jetzt einfach verlängern wollen. Es regnet immer wieder, dann kommt die Sonne, wie jetzt im Moment scheint die Sonne. Ja, jetzt wo wir aufgefahren sind, scheint die Sonne. Ja, und da hat es immer noch so tiefe Regenwolken und ja, jetzt haben wir uns einfach entschieden, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Wir sind ja irgendwann wieder unterwegs und unser Wochenende war eigentlich ganz nett, trotz diesem ganzen Regen alles, aber
ja, so ist es halt. Mit dem Wetter kann man nicht verhandeln. Nein, da kommt schon wieder Regenbogen. Ja, da vorne ist schon wieder alles ganz dunkel und vielleicht regnet es noch mehr. Aber naja, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Heimweg. Und ja, und deshalb sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Tschüssi. Ciao. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.